Auf einer Insel mit zwei Bergen und oder so. Hallo zusammen, wir sind Frau Matheser und gleich ist die Premiere zu Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, mit Uwe Ochsenknecht und Henning Baum. Und natürlich auch Solomon Golden als Jim Knopf. Das ist das erste Mal jetzt, dass das Buch von Michael Ende hier real verfilmt wird. Wer die Figuren noch nicht kannte bis dahin, in den 60er und 70er Jahren sind sie durch die Augsburger Puppenkiste noch viel bekannter geworden. Und jetzt ist es die teuerste deutsche Filmproduktion geworden. Drin wird die Premiere aufgebaut, wir schauen uns das jetzt mal an. Genau. Also schaut mal, wen wir hier gefunden haben. Ihr seid? Barbara, Miriam. Und das sind die Gewinner von unserem... Was Premierenkarten, ja, genau. Ja, wir haben nämlich Premierenkarten verlost. Wie seid ihr denn genau zu den Karten gekommen? Ich saß in Bangkok am Flughafen und habe den Aufruf gesehen und habe gedacht, ach, jetzt machst halt mal mit. Kommen ja auch super coole Schauspieler hier alle. Auf wen freut ihr euch am meisten oder wisst ihr schon, wer so kommt? Also was wir gehört haben, dass der Uwe Ochsenknecht und der Wulli kommt und die mal live zu sehen ist natürlich mal was Neues, ne? Wir haben jetzt unsere Badges bekommen. Tada! Und suchen jetzt unseren Platz in der Pressline. Genau, wir schlängeln uns mal durch. Hoffentlich kommen wir auch durch. Da sind wir auch schon. Der rote Teppich ist schon voller hübscher Leute. As you see, I was in the casting too. I didn't get the job. How do you feel? I'm feeling really good. Excited, thanks. Excited. You look so cool. You look Thank so cool. You. Das Tolle an dem Film ist wirklich, dass das Augsburger Puppenkiste zum Leben erweckt wurde. Ne? Das sind mehrere Welten. Das fängt in der harmlosen Welt von Lummerland an und wird dann ziemlich schnell gefährlich. Es ist ein Abenteuer und diese Geschichte ist ein Plädoyer dafür, auch das Abenteuer zu suchen. Du hast ja geile Klamotten. Nein, danke schön. Wie war es denn, die Rolle des Nepomuk zu spielen? Erzähl mal, du hast ja synchron gesprochen. Also für mich, ich hab mir ja den coolsten Charakter hier ausgesucht. Ja. Ist ja, auf jeden Fall. Wie er auch im Film sagt, ist ein harter Brocken. Jetzt musst du mir kurz helfen, mir fallen die Lyrics zum Text nicht ein. Ich singe einfach mal und vielleicht kannst du weiter singen. Ich pfeife. Ich bin kein guter Pfeifer, aber pass auf, man könnte es wiederkennen. Auf einer Insel mit zwei Bergen, mit dem weiten, tiefen Meer. Witz, vier Tunneln und Gleisen und... oder so. Vielen Dank. Ja, tschüss. So, wahnsinnig sympathische Schauspieler. Ich würde den Film jetzt gerne selber sehen, aber wir haben leider noch nicht Feierabend. Das Matheser muss weiterlaufen. Die Pflicht ruft. Wir räumen hier jetzt noch auf. Es muss hier noch vieles getan werden. Angefangen hier. Aber was ihr nicht vergessen dürft, ist, dass am 29. März hier der Filmstart von Jim Knopf im Matheser ist. Und ihr dürft euch auch auf unseren neuen Clip freuen. Wir haben nämlich die Filmtipps für den April für euch. Jetzt müssen wir leider auch noch den roten Teppich aufräumen, die Gitter, die Poster. Wir haben noch viel zu tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Niemand muss doch die Prinzessin retten. Wer bist du? Ich bin Jim Knopf und ich bin hier, um Prinzessin Lissi zu retten.